das ist dünner als das andere auf jeden Fall. Oder was meinst du? Oder? Das ist waghalsig. Helge, wie geht's dir? Ich bin gerade in 6 Meter Höhe, hab Schrauben im Mund und führe. Also ich störe ihn jetzt mal nicht. Ja, wir schauen einfach mal zu. Das ist nämlich der neueste Trick. Journalist und Bauarbeiter an der Baustelle gleichzeitig. Jeder braucht heute einen Nebenjob, ich auch. Hier noch dran? Nein, nein, alles gut so. Okay. Ein bisschen noch eine Schraube. Yeah. Das ist cool. Moment. Das ist schon wieder typisch. Scheiße. Was ist los? Der Akkuschrauber alle? Ja. Ja, das müssen wir gleich mal anders machen. Das ist ja wirklich blöd. Da war das hier, ne? Ich glaub's nicht. Geht hoch. Er geht hoch, ist der erste Akkuschrauber leer nach so zweimal Schrauben. Dann geht er runter, holt 9, geht wieder hoch, ohne zu testen, ist auch leer. So, geht wieder runter, geht wieder hoch, hat 9, ist auch leer. So, alle leer und dann stehen wir da unten. So. Ja. Hält das? Ja. Helge, die Gelegenheit nutzen wir, machen ein kleines Interview. Wie geht's dir heute? Heute ist Dienstag. Ja. Ja, es sind noch 3 Tage inklusive heute mit Luca. Wir wollen viel schaffen. Der Morgen hat gut angefangen. Wir haben hier diese Ecke schon im Griff. Und am Samstag spielen wir gegen Freiburg. Das ist auch gut. Das wird eine leichte Rutsche. Ich denke mal 4-5-6-0. Ja, pass auf. Also ich stehe hier auf diesem Stuhl und gucke hier runter, kriege richtig Angst. Ne? Und du redest über Fußball. Ich will ein bisschen was über die Urlichtbaustelle wissen. Wir haben zwar schon den 2. September, aber es sieht so aus, als hätte ich das hier im Griff. Ich bin gut drauf. Am Wochenende kommt die Moni nochmal. Da wird mein erster Tag Pause sein, am Sonntag. Nein, im Ernst, du machst Sonntag Pause? Sonntag ist die Baustelle dicht. Sonntag ist der 33. Tag. Und da mache ich zum ersten Mal eine Pause. Ja, also ich und die Zuschauer finden das ganz schön unverschämt von dir, ne, dass du nach 5 Wochen, nach gefühlten 2 Jahren Baustelle irgendwie jetzt eine Pause machst. Wie kommt denn das? Ah, das Unverschämte liegt mir.